Bereite mich für Konzert. Und da habe ich gerade festgestellt, als ich diesen Liebesbrief für meine Kunstsammlerin, das ist kein Liebesbrief, das ist ein Scherz, aber ja, Liebesbrief, 86 Jahre alt. Ah, nein, nein, das ist nicht so. Das ist eine gute Freundin von mir, Kunstsammlerin. Und da habe ich Brief abgeschickt, so habe ich im Video gezeigt. Und da habe ich gesehen, dass ich laufe. Erstmal Subtiteln waren da. Und dann plötzlich sind die verschwunden, weil da war windig und man hört nicht, was ich sage. Und da war es halt vorhin übersetzt, das ist Mama Mia, ich weiß nicht, was das ist. Das ist immer so, so eine Fälle. Ich habe das nicht gesprochen, ich weiß nicht, was das bedeutet, was da steht. Und ich wollte sagen, ich bereite mich für Konzert vor. Und da habe ich gezeigt, ich habe Pullover nicht gezeigt, ich möchte Pullover tragen zum Konzert. Und ich habe gesagt, vielleicht spiele ich im Stehen, vielleicht im Sitzen, mal gucken, wie ich mich fühle. Aber kann sein, ich spiele Rockkonzerte im Stehen. Und da habe ich über Haters gesagt, wenn ich Rockkonzerte im Stehen spiele mit Drummaschine und mit Rockgitarre, die gefallen auch vielen, aber auch vielen gefallen nicht. Und da kommt so viel Kommentare aus, ich weiß nicht, von wo das kommt, alle auf Russisch. Und ich viele genehmige nicht, weil die sind sehr böse, sehr böse. Das ist einfach, manchmal denkt man, oh, wie böse sind die Menschen, ja? Wahnsinn. Naja, man muss damit leben. Und da habe ich gestern anderer Blog, ich höre auch viele andere Bloggen. Ich arbeite an meinen Fotos oder Videos oder so weiter und höre viel TikTok. Vielleicht habt ihr festgestellt, dass ich ständig bei TikTok bin. Ja, weil so viele Sachen, so viele interessante Programme dort über Geschichte, über Politik, über dies und das. Ich höre das alles auf Russisch, auf Deutsch, auf Englisch, alle Sprachen. Und da gibt es viele Blogger, ja. Und da erzählen die so, wie man TikTok erfolgreich machen kann oder YouTube oder Facebook, naja, viele, viele so eine Tipps. Auf Deutsch, auf Russisch, auf alle Sprachen so. Und dann ein Blogger hat gesagt, wenn Haters da sind, dann ist das richtig korrekt. Dann könnt ihr das sehen als Erfolg, als ihr Account wächst. Jetzt ist das ohne Haters. Wenn keine Haters da sind, dann sind sie so, noch nicht so weit. Deswegen, und mir macht das nicht aus, diese Haters. Ich bin schon es gewohnt, ja. Ich stand auf der Bühne hier in Berliner Clubs. Manche haben gesagt, ja, mir gefällt, was du machst. Die anderen haben gesagt, halt deinen Mund oder halt deine Fresse sogar und so. Das war so, so und so. Das muss man halt damit leben, ja. Das nicht jedem gefällt das und so ist das Leben, ja. Und ich mache weiter trotzdem, ja. Haters, nicht Haters. Ich liebe das, mein Herz sagt mir das und fertig. Und alle anderen müssen damit entweder leben oder weitergehen, suchen das, was sie lieben. Und so ist das, ne? Fertig. Gut, schaut mein Konzert. Das wird auch nicht sofort. Ich muss erstmal alles aufbauen. Mikrofon, Verstärker, das, das, das. Das ist, viele wissen nicht, wie viel Arbeit steckt dazwischen, zwischen Konzert und Konzertabbau, Konzertaufbau, Konzertabbau, dann alles kontrollieren, das bestimmt so 1 Stunde Aufbau, 1 Stunde, 1,5 Stunden. Danach Soundcheck. Ich gucke Smartphones, weil ich spiele live, gucke, aha, funktioniert, nicht funktioniert, dann Soundcheck. Naja, ich habe gesagt Soundcheck. Danach spiele ich bestimmt 1 Stunde, 1,5 Stunden. Danach, wie ihr seht, ich komme dann zu TikTok, sage, hallo Leute, ich habe Konzert gespielt, schaut bitte an. Und danach abbaue. Da muss ich erstmal trinke Tee. Da muss ich das alles wegräumen. Da muss ich mich umziehen, weil ich bin klatschnass. Das werde ich bestimmt heute mit diesem Pullover klatschnass sein. Super Pullover, Leute. Das ist Lux. Das ist Luxusleben. Wirklich. Das ist nicht nur gut gedruckt, das fühlt sich so gut an. Das ist jetzt Abend, bisschen kühl. Und ich meine, es ist Sommer, es ist, ich weiß nicht, wie viel Grad draußen, aber das wärmt so richtig. So richtig kuschelig schön. Obwohl das ist kein Baumwolle. Da steht, ich weiß nicht, Elast nee, was steht da? Keine Ahnung, was da steht. Naja, keine Baumwolle. Aber super Gefühl, ja. Du schwitzt nicht und es wärmt und so kuschelig und man wird nie wieder aussehen. Super, super Qualität. Ich muss da Feedback an diese Firma schreiben, da, dass man li liest. Super. Ich weiß nicht, was das für Material steht. Made in Latvia. Und ich habe dann schon auch Danke geschrieben an diese Frau, die aus Lettland mir das geschrieben hat. Und schön, schön, schöner Stoff.
Alles klar. So, ich gehe jetzt weiter. Ach so, und Mario hat gerade mir auch geschrieben. Mario, das ist mein Kunstsammler, der gerade Gemälde, Originalgemälde. Ich habe vor kurzem erzählt, dass ich das abgeschickt habe und dadurch, dass er in der Nähe wohnt, Berlin-Brandenburg, hat er Gemälde erhalten. So schnell kam das an, so ein großer Paket. Ich habe vorgestern abgeschickt, schon vorgestern Abend abgeschickt, nachts kann man so sagen, ne? Und schon da. Super. Da freut er sich. Und ich habe ihn auch gerade geschrieben, ich gebe Konzert heute, weil viele warten. 2 Wochen gab es kein Konzert. Ne? Das ist was selten. Ich gebe jede Woche Konzert und wenn 2 Wochen nicht da, das heißt, ich hatte viel zu tun. Viel zu tun und schaffe oft nicht. Aber heute habe ich auch Lust. Ja, ich stehe schon und schon so bei mir richtig auf jeden Fall im Stehen. Schon will man tanzen, will man schwitzen und singen. Ich muss mich raussingen. Ich habe ein neues Ding. Ich singe mich raus. Ja, nicht mehr so beginne ein Konzert zu singen, so wie ich immer mache. Mache extra Übung für Vokal, extra Atemübung und viele, viele. Ich habe da gelernt auch bei Videos von anderen Vokalcoaches lerne ich ein bisschen, gucke, was sie da sagen, was sie empfehlen, weil man kann mit der Stimme mehr machen und das spüre ich auch jedes Mal, wenn ich mich ein bisschen raussinge, ein bisschen trainiere, das ist so wie Muskel, dann kann ich auch besser singen, dann kommen Volumen, dass ich selbst staune und denke, wow, du kannst singen, ja, und wenn ich mehr das trainieren werde, dann kann ich bestimmt sehr gut singen, da freue ich mich, man macht mehr Spaß dann. Natürlich kommen dann Hater, sagen, ach, halt deinen Mund und so. Du kannst nicht singen, du kannst nicht spielen, da freue ich mich schon drauf. Da kommen wieder, YouTube auch pusht mir diese Videos, da wo ich spiele und tanze, scheinbar, da ist so eine Bewegung halt vor der Kamera. Entweder du sitzt ruhig mit Gitarre und spielst oder hier bewegst dich und tanzt. Und natürlich dann YouTube sieht, aha, da ist Action, so teilen wir das, zeigen wir allen jetzt, ja. Und die zeigen natürlich die russische Publikum, weil ich auf Russisch singe. Und dann kommen die alle. Kommen auch gute Menschen, die abonnieren, die weiterteilen, die kommentieren und sagen, wow, Maria, bravo und so. Und es gibt natürlich die andere Hälfte, die dann so unzufrieden ist. Naja, die sind auch in ihrem Leben unzufrieden. Sonst werden die nicht kommentieren. Die sind immer unglücklich. Weil anderes verstehe ich nicht. Warum die Leute sind so böse. Vielleicht essen wenig oder Vitamine müssen ein bisschen mehr nehmen. Und so Sport ein bisschen machen, ein bisschen Action machen, ein bisschen freuen sich. So, Sonne vielleicht sein, vielleicht so dunkel. Weiß nicht, was passiert mit diesen Menschen. Okay, schönes Wochenende und bis bald.